Let's go. Willkommen zurück zu Sonic Heroes! Heute mit Team Dark im Frog Forest, ja, Shadow, Rouge und Omega in der freien Wildbahn, in der Natur unterwegs. Schon noch ein bisschen Luft hier. Und ja, die Level sind doch schon deutlich entspannter als zuletzt. Bullet Station oder Bingo Highway, daher bin ich guter Dinge. Und wie immer, dieser Möchtegern-Froggy sorgt für Regen. Das müssen wir uns zunutze machen. Los geht das! Shadow grindet einfach mal auf der nächstbesten Liane, die natürlich wunderschön geformt genau dahin geht, wo wir es gebrauchen können. Klar, 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 klar. Okay. Nein, dann quaken wir. Ja, hier gibt es irgendeinen Kerl, der quakt die ganze Zeit immer während meines Let's Plays, ja. Das sind ja immer die besten Leute, die immer sagen, oh mein Gott, kannst du nicht mal die Klappe halten? Also Leute, die keine Let's Plays kennen. Und sagen, mein Gott, ich will das Spiel sehen. Warum quatscht der da? Ohne Kommentar ist es ein Walkthrough. Gut, es gibt in der Tat Leute, die mögen das noch besser. Aber eigentlich ist, wenn man rein von der Unterhaltung ausgeht, doch in jedem Fall besser, wenn man dazu spricht. Aber natürlich jedem seine Sache. Aber ich glaube, wenn ihr schon hier auf meinem Kanal seid, tolle Kameraeinstellung übrigens, dann seid ihr auch schon eher so welche, die Let's Plays gerne gucken. Könnte man meinen, oder? Wenn nicht, dann frage ich euch, was wollt ihr hier? Oder ich muss euch sagen, ihr mögt doch Let's Plays. Ihr schaut sie zumindest an. Wie unsere Helden hier durchdrehen. Es sind keine Helden. Obwohl, alles sind Helden. Das sind ja alles Heroes. Deswegen heißt Sonic Team Sonic Team und nicht Hero Team. Oder Team Hero. Ja, alles sind Sonic Heroes. Wisst ihr, das ist ja das Thema. Kann ich da hinfliegen? Das könnte funktionieren. Aha. So. Es läuft. Es läuft. Ich bin so froh, dass es läuft. Ist hier schon wieder verbrochen? Okay, da komme ich nicht hoch und das ist zu. Muss ich dich besiegen oder was? Ist das der Sinn? Ja, tschüss, Mann! Nein! Ach, wie ich sowas liebe! Warum? Ich verstehe das einfach nicht, warum, wenn man in der Luft getroffen wird, warum wird man dann so weit zurückschleudert, dass man immer von der Plattform runterfällt? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist nicht gut gemacht. Klar fällt man zurück, sollte man zurückfallen, aber nicht so extrem, dass man immer sofort baden geht. Die Schildkröte hat einen goldenen Panzer. Wie soll ich das verstehen? Guckt das! Da hat man einfach keine Chance, sich zu retten. Manchmal kann man nochmal springen mit Shadow. Aber jetzt habe ich nur noch ein Leben. Einfach wegen so Murks. Ich glaube, dass man die Roboter hier... Pff, Leben verloren. Klar. Hey, warum auch nicht? Hey, für die Quote wird doch sonst zu langweilig. Leute, liebe Roboter. Ja. Das ist sehr cool. 57% haben wir schon gemacht von Team Dark. Ist es nicht wunderbar? Egal, jetzt haben wir wieder alle Leben. Wenigstens. Wie viele Leben haben wir denn? Also, waren wir echt so schlecht? Geil, wir kommen Frog Forest und nicht mal ein kleines bisschen weiter. Ah ja, passiert. Trotzdem, ich dachte, man beginnt immer mit 5, 6 Leben. Mal gucken. 3. So, und jetzt mach doch rückwärts. Shadow. Tolle Wurst. Okay. Ja, mit sowas muss man leben, ne? Das ist das Spiel. Gehen wir mal auf die untere. Schaffen wir das? Man könnte meinen, es war Mega-Skill. Es war so gedacht, aber... Ja.
Glück im Unglück. Das dürfte die richtige Bezeichnung sein. Glück im Unglück. Frosch in der Nähe aufgespürt. Tolle Wurst. Ach, Mädels und Gesangsverein. Wo ist denn jetzt der Pilz? Ich wollte was sagen. Ja. Da drin ist ein Schlüssel, aber. Ist mir jetzt egal, bislang. Außer im allerersten Part haben wir noch keine Bonus-Stage weiter gehabt. Und finde ich auch nicht so schlimm, weil ich mag die Bonus-Stages in Sonic Heroes irgendwie nicht. Keine Ahnung. Nicht mein Style. Hä? Wohin? Da. Immer geradeaus, der Nase nach. Setz deine Brillen auf. Müsst ihr vorstellen, Shadow mit Brille. Oder Omega mit Brille. Ja. Okay, okay, Freunde. Es läuft ja alles nach Plan so. Bis auf das Game Over zwischenzeitlich lief hier alles nach Plan. Ist auch nicht so schön gemacht da. Egal. Steile Neigung. Du meinst diesen 3000 Kilometer tiefen Abgrund? Ja, das ist in der Tat fragwürdig. Ich gehe jetzt erstmal da lang. Und fragt man das Fragezeichen. Okay, wir müssen die Roboter besiegen. Schade, dass wir keinen Teamblast haben. Voll im Ernst. Und das war's schon. So schnell kann man es auch machen. Kleines bisschen Geduld und Spucke. Bam! Der eingeschlossene Pilz. Ist nur auf Bewährung. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Ja, Omega, das hast du haarscharf erkannt. Nur die Gesetze der Natur sind fragwürdig. Gut. Eieiei, lande bloß drauf, ey, Schwester. Danke. Steile Neigung, ey. Das ist in der Tat eine Ausdrucksweise, die sich gewaschen hat. Noch so ein Schlüssel. Die uns hier zuschmeißen mit den Schlüsseln. So hinterhergeschmissen wie beim Winterschlussverkauf. Nee, warte mal. Machen wir ganz piano hier. Erstmal Gefahr aus dem Weg räumen. War zumindest mein Plan. Wir sind Frosch befreien. Befreien den Frosch. Bam. Und Heps. Geht doch. Froggy, mach's Wetter. Ach, ihr seid so affig, ey. Wenn mir teilweise die Spucke weg ist, ist in der Tat ein bisschen schwieriger als Team Sonic. Habe ich schon so ein Gefühl, das hier zu benutzen. Deswegen höchste Konzentration. Ja, na ja, verdammt. Genau. Und ab in die Höhle oder wo ging's lang? Hallo? Wird schon passen. Gut, gut, gut. Gute Wahl. Ach. Wow, reicht das? Gut. So far, so good. Ah, das. Oh, komm. Jetzt aber keine halben Sachen. Sind mir so viele. Wenn die mich irgendwie wieder in den Abgrund stoßen, dann ärgere ich mich wieder nur. Also. Machen wir es halt mal so. Annihilation. Chip. Also der Frog Forest, der schockiert mich nicht wirklich. Ich habe nur ein bisschen Angst vor dem nächsten Dschungellevel, falls ihr euch erinnert mit dem Alligator. Das
war hardcore. Und das soll noch erschwert worden sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Einfach mal ein doppelt so langer Weg. Mein Gott. Das kann ich niemals sehen. Das ist alles kaputt hier. Ich bin der Destroyer. Ja, und du noch. Nein, nein, nein. Du wirst wohl gehorchen? Na gut, Omega gehorcht wohl auch nicht. Seinem Schöpfer. Ja, toll, dass du Regen machst, aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Froggy. Und jetzt erst recht. Da ist eine Liane. Jetzt sehe ich sie erst. Okay, los! Wachse, Liane, und zwar wachse so schnell du kannst und wehe, ich grinde schneller, als du wachsen kannst. Beeil dich! So was komisches, beklopptes. Oh yeah, Baby! Ich hätte es noch fertig gebracht, jetzt nicht ins Ziel zu rennen. Okay, bislang ist alles noch okay. Alles ist drin. Ja, wir hatten Game Over, aber das war... Als ich nicht fertig gebracht habe, die Roboter anständig zu besiegen. Auf Anhieb, egal. Power Balance Adjustment needed. Ja, Rang D, das richtet sich ja immer noch nach den Robotern, die man auf dem Weg besiegt und so weiter und so fort. Daher akzeptabel. Hey. So. Lost Jungle. Wir können einfach nicht jetzt Schluss machen. It's a swamp, so be careful. Why don't we try up there? Boah, bin ich blöd. Fast runter. Hinter den Start gesprungen und dabei gestorben. Das wäre echt mal klasse. Wie weit bist du gekommen? Minus 5 Meter. So. Sieht eher aus wie Zwiebeln oder so, ne? Ja. Funktioniert nicht so. Wie soll? Na gut, Roboter besiegen. Roboter besiegen. Oh, da sehe ich große Brocken. Du bist der Wächter von dem. Na dann los. Okay, diesbezüglich wird wohl die Dark Story schwieriger sein, weil einfach Roboter stärker sind, die besiegt werden müssen. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech von der Leber weg. Join. Boing. Take from here! Unser kleiner Tarzan. So, bam. Das ist, der macht richtig Gift. Der andere ist farbige. It's no use! Oh. Das ist auch. Ich habe irgend so ein Sonic Forum oder so mal gesehen. Auch so als Überschrift. So, it's no use! Oder so eine Sonic Homepage. War das nicht sogar Sonic Stadium? Was dann hieß, überall stand da, it's no use! Weil ich weiß auch, dass es, ich glaube, Eggman irgendwo immer wieder gesagt hat im Bosskampf. Weiß nicht, welches Sonic Adventure 1 oder 2, sowas glaube ich. Andauernd hat er gesagt, it's no use! It's no use! Also es bringt nichts. Aber wo war das? Wisst ihr das noch? Dann schreibt es mir in die Kommis, weil ich komme gerade nicht drauf. Ich habe damals schon überlegt, wo ich das gesehen habe. It's no use. Ein Zitat. Was mir wohl bekannt ist. Aber it's no use. Das ist wie bei Star Fox hier, do a barrel roll. Das ist ja so geil. Das stammt wirklich von Star Fox, ne? Oder do a barrel roll. Oder habe ich was verpasst, weil das funktioniert ja schon auf Google, wenn man das eingibt, Barrel Roll oder Do a Barrel Roll, dann funktioniert ja auf Google, dann macht die ganze Seite ein Barrel Roll. Das ist genauso wie man, wenn man Tilt eingibt, das wackelt, da gibt es ja auf Google viele Möglichkeiten. Naja, so ist das. Anstatt YouTube zu reparieren, die YouTube-Bugs, ne, bringen sie dazu, die Seite Barrel Roll zu machen. Nicht Spaß. Ich muss mal sagen, während ich das aufnehme zumindest, halten sich die Bugs auf YouTube in Grenzen. Natürlich immer mal wieder Kleinigkeiten, aber vor einem Jahr, sag ich mal, war das viel schlimmer. Oder vor dem Kanalwechsel, also Kanaldesignwechsel, da war einfach schon alles verbaut. Ich glaube, die konnten einfach nicht mehr alles ausbügeln, ohne wieder
irgendwo anders unfreiwilligerweise Bugs herauszubringen. Deswegen haben sich dazu entschlossen, einfach reinen Tisch zu machen mit neuen Kanaldesigns. Wo ich mich ja vehement gewehrt habe, aber bezüglich der Bugs muss man sagen, war es dann wohl die richtige Entscheidung. So, Omega ist schon wieder nicht da, was nicht toll ist, aber ich besiege den dicken Brocken Team Blast und hole E-123 damit zurück. Level up. There he is again. Moment, für einen Moment habe ich gedacht, ich hätte das Ziel gehört. Aber das war wohl nur Wunschdenken. Nein, ich will die Level nicht ganz schnell durchdünnen. Ich will schon was geboten bekommen. Es versteht mich nicht falsch. Auch wenn jeder Sonic-Part gigantisch ist und ernsthaft mich das langsam in die Bredouille bringt hier mit Wohnung und mit dem Hochladen. Und dann mache ich hier andauernd bei Sonic 40 Minuten Parts und kann das nicht hochladen, wenn ich schon keine Zeit habe und es dauert die ganze Nacht hochzuladen. Ich bin schon dumm, aber ich tue es halt für euch, damit ihr was zu gucken habt. Jetzt machen wir selbst Spaß. Leute, so ist es ja nicht. Ich will einfach keine Sonic Parts mit einem Level und ja, nach 11 Minuten Schluss. Das ist irgendwie nicht das, was ich will. Genauso will ich nicht hier einfach sterben. Ne. Ärgerlich. Aber hier schön. Ich mag die Stelle im Dschungel hier. Okay, ihr zwei Hübschen. Bisschen aus der Distanz. Annihilation. Na, kommt her, ihr beiden. Und du auch. Er hat nur noch eins. Gar nicht. Man kann sagen. Level up. Haarscharf erkannt. Jau. So, Freunde der Nacht und der Unterhaltung, ich würde sagen. Danger. Ja. Unbeliefable. Den spare ich mir. Nein! Boah, ich hab gedacht, da war so eine Liane, die wollte ich so ein bisschen erreichen. Aber nein, gut. Checkpoint. Da atme ich auf. Blub, 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 blub. Gut. Gut. Let's go! Nein, nein. Boah! Boah, der mich erwischt hätte, er hat mich schon wieder so runter. Dreh noch durch. Ich hatte Unverwundbarkeit, ne? Ich habe mich erschrocken, weil der Roboter halt Stacheln gemacht hat. Und man den dann halt nicht anspringen darf, sollte, wie auch immer. Manchmal meine ich es zu gut mit der Welt. Mach einfach hier. Das ist aber... Ey. Oh Mann, ich hasse solche Fails. Ich hasse sowas. Wie die Pest hasse ich sowas. Es regt halt nur auf, wenn man... Ja, ist halt Sonic. Nicht im Grunde, dass es irgendwie schlecht wäre, sondern es ist halt Sonic im Stile von, wenn du hinter dem Gegner bist, kannst du keine Homing Attack mehr machen. Wenigstens funktioniert der Rest, wenn man sich das in aller Ruhe gemütlich versucht. Boing. So. Gut, dann hätte ich nichts dagegen einzuwenden, mich langsam an die Stelle, an die berühmt-berüchtigte mit dem Alligator zu wagen. Bin ich jetzt gespannt, ob das noch schwieriger wurde oder ob ich es vielleicht sogar inzwischen drauf habe. Ja? Alligator. Ich habe mich mal informiert wegen, wie finde ich jetzt den Zusammenhang da, ne? Alligator ist klar, 1024. Just for fun. Wegen der Serie Mother und Earthbound, die wissen schon von Smash Brothers, man kennt das,
Wo man ja mit Ness und Lukas prügelt. Ja, also die Serie. Ist ja nur in Japan erschienen oder USA auch, keine Ahnung. Ich glaube, verschiedene Spiele in den USA, aber in Europa jedenfalls nicht. Da war ich halt auf der Suche nach, ja, irgendwie Patches oder so, dass man Mother oder Earthbound auf Deutsch spielen kann. Dann bin ich auf Foren gestoßen, wo Einträge von 2009 oder so, 2008, 2009, sogar 2007, habe ich da die Beiträge durchgelesen, wegen Patches. Auf einmal sehe ich halt Alligator mit nur einem L, der nach Mother gesucht hat, auf Deutsch. Wow, bist du das Wahnsinn? Ich war auf der Liane drauf, Junge. Oh mein Gott, letztes Leben. Mein Gott, letztes Leben, Jungs. Das fand ich schon sehr lustig eigentlich. Ein Alligator, der nach... mit nur einem L, ein User, der sich Alligator nennt. Ne, also, das war er. Sag mal, das ist mein letztes Leben. Ich lande doch noch immer noch auf der Liane, ihr Penner. Okay, ich muss den ganzen Dschungel nochmal machen da. Ist das so? Leute, wir machen hier Schluss. Der nächste Part fängt beim Alligator an oder bei der Liane, wo ich eben versagt habe. ich komme nicht, Lapse. Komisches Ende mal, aber dann machen wir halt im nächsten Part direkt das Level zu Ende und dann den Boss und das nächste Level, wie auch immer. Freunde, nicht verpassen. Bis dann und ciao.